Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es wieder eine kleine Verlosung. Und zwar bin ich ja immer noch am Ausmisten, immer noch. Das ist natürlich ein Prozess, der immer wieder stattfindet. Das ist kein Prozess, den man komplett abschließen kann, sondern immer finden sich Sachen, die man einfach nicht mehr braucht. Sachen, die einfach zu viel sind und warum diese hier versauern lassen, wenn doch andere Mädels damit viel mehr was anfangen könnten. Und deswegen habe ich wieder meinen Beauty-Schrank ausgemistet und es sind alles neue Produkte, unbenutzte Produkte. Es sind wirklich sehr, sehr schöne Sachen dabei und alle Infos zu dieser Verlosung, das schreibe ich euch unten in die Infobox. Schreibt, guckt einfach rein. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr da mitmachen würdet, denn ich möchte die Sachen gerne so schnell wie möglich verschicken. Ich möchte anfangen mit einem Selbstbräuner und einen passenden Handschuh dazu. Der Handschuh ist dazu da, um den Selbstbräuner gleichmäßig aufzutragen auf der Haut, damit keine dunklen Stellen entstehen. Und das ist ein Applikationshandschuh zur Selbstbräunung für Gesicht und Körper von DM Sundance. Und der passende Selbstbräuner natürlich von der Marke Bitan. Und das ist halt so ein Selbstbräuner mit einem Sprühkopf, dass man das Ganze auch gut dosieren kann. Ich denke mal, es kommt als Schaum raus. Denke ich, weiß ich nicht. Ich habe es nicht ausprobiert. Das ist darker. Ja, also ich weiß jetzt nicht, welcher Hautton da sein soll. Auf jeden Fall sind hier 4 Quadrate abgebildet und 2 davon sind gefüllt. Das heißt für mich, das ist so ein mittleres Braun. Kann man gut im Sommer benutzen. Das Produkt ist, wie gesagt, ungeöffnet und ja, müsste einfach mal gucken, ob wir was damit anfangen können. Lege ich auf jeden Fall mit rein. Ich habe hier Garnier Fructis mit reingelegt ins Paket. Ich habe so viele Kuren und Masken für die Haare, bis ich die erstmal aufgebraucht habe, wird ewig dauern. Deswegen kommt es rein. Das ist Argan Silky and Shiny, eine kräftigende Intensivmaske. Und weil ich so viel habe, habe ich auch wahre Schätze von Garnier mit reingelegt. Ahornbalsam, Rizinusöl und Ahornsirup für stark geschädigtes Haar, revitalisiert und repariert intensiv. 2 Mascaras habe ich aus dem Beauty-Schrank herausgeholt. Einmal die Iconista High Volume High Care Mascara mit Caring Hemp Seed Oil. Das mit Hanf, ja. So, die kommt mit ins Paket rein. Und dann noch die Air Volume Mega Mascara von L'Oréal Paris. Dann habe ich hier eine sehr, sehr schöne Deko oder auch zum Benutzen. Aber für Deko ist es auch sehr schön geeignet. Das ist aus der Blooming Summer Limited Edition von Trend It Up. Hey, von Trend It Up. Und das ist einfach ein Schimmer oder Glitzer, den man sich halt auf die Haut auftragen kann. Und hier mit diesem Blasebalg. Käppchen ist leicht minimal beschädigt, aber das ist halt nur ein Schutzkäppchen. Hier oben ist noch so ein ein Käppchen für die Öffnung. Ja, alles ungeöffnet, kommt auch mit rein. Könnt ihr als Deko benutzen oder eben auch benutzen für die Haut. Ist auf jeden Fall noch lange haltbar. Ja, ich sehe schon, das ist sehr glitzerlastig und sehr sommerlastig. Das ist aus der Blooming Summer Edition, genau wie dieses schöne Deko-Stück, was ich euch gerade gezeigt habe. Und zwar ist das ein Illuminating Öl.
das Öl mit goldenem Schimmer für einen dezenten Bronzing-Effekt. Ja, mit Mandel- und Arganöl. Ja, sorry, aber hier kommt noch eins. Das hier von Essence, das ist ebenfalls ein weiteres Shimmering Body Oil. Bronze Ray, das ist auch aus einer LE gewesen, auch ungeöffnet. Ja, ungeöffnet und noch lange haltbar. M. Assam Self Tanning Drops fürs Gesicht. Wenn man so ein bisschen seinen fahlen Winterhautton sonnengeküsster erscheinen lassen möchte. Jetzt kommt eine LE, die habe ich mir vor kurzem noch geholt, und zwar ist das Vintage Beach von Essence. Das ist ein Gesichtsöl, auch ungeöffnet. Gesicht, Körper und für Nägel. Haarspray, auch Vintage Beach. Sea Salt, ihr könnt das bis zum Sommer aufbewahren, auf jeden Fall. Ein Puder, auch aus der Reihe Vintage Beach, Baked Highlighter, kein Puder, Baked Highlighter mit Macadamiaöl. Auch eine sehr schöne Verpackung. Ja, das ist das gewesen, ne? Also die Verpackung, wenn die so toll gestaltet sind, dann ja, macht es bei mir oben Klick und ich muss das Ganze natürlich mitnehmen, ob ich es brauche oder nicht. Ich finde es auch schön, wenn man so individuelle Sachen zu Hause hat, um seinen Schminktisch einfach schön zu dekorieren. Ja, das sind wirklich ganz, ganz tolle Deko-Teile, wenn man die schon nicht benutzt. Aber ja, wie gesagt, ich habe zu viel. Muss leider weg. Auch ungeöffnet, versiegelt. Das versiegelt, es ist auf jeden Fall ungeöffnet. Ja. Lippen, was ist das? Ein Coconut Lippen Conditioner. Was heißt das denn? Eine Lippenpflege einfach. Auch aus dieser LE. Und dann habe ich noch aus dieser LE was ganz Tolles. Das hätte ich, da war ich auch im Überlegen, soll ich das behalten? Aber ich habe einfach zu viel. Und das würde, wie gesagt, alles wirklich nur hier rumliegen und es wäre auch zu schade. Ja, also das ist eine kleine Lidschattenpalette und guckt mal, wie die Farben sind sehr schön. Die sind ja ewig, ewig haltbar, diese Paletten. Und hier mit einem Korbgeflecht. Ganz, ganz toll. Sieht aus wie so ein, wie nennt man das? Dieser Sonnensitze. Strandkörbe, hi, Strandkörbe, genau, Strandkörbe. Das sind auch Lidschattenpaletten aus der Serie Friends. Und das hier ist zum Beispiel die Lidschattenpalette von Monica. das ist übrigens von Make-up Revolution. Dann habe ich hier die Palette von Rachel. Ganz schön, richtig toll. Das weckt so ein bisschen Erinnerungen, ja, von damals. Ich habe die Serie immer sehr, sehr gerne geschaut. Die Farben sind sehr schön. Und ja, das kommt dann halt ins Verlosungspäckchen. Und was noch dazu kommt, ist ein Highlighter aus der Cinderella, Disney Cinderella LE. Auch von I Love Revolution. Und das ist ein wirklich schöner Highlighter, beziehungsweise die Verpackung ist richtig, richtig toll. So. Das ist der Highlighter, das Puder in Herzform. So, so schön. Das kann man auch so schön als Deko aufstellen. Und zu guter Letzt das Highlight, natürlich die passende Palette dazu. Sehr, sehr schön. Die kann man so aufstellen. Das sieht aus, als ob es eine DVD wäre oder ein kleines Buch über Cinderella. Genau, also Highlighter, Blush habt ihr drin und dann noch verschiedene Farben. Da kann man ganz, ganz tolle Looks mit schminken, wenn man die dann benutzen möchte oder es als Sammlerstück behalten möchte. Das war's auch schon. Wie gesagt, alle Infos zur Verlosung. Wieso habe ich denn jetzt hier Lippen?
Oh je, okay. Egal. Das war es auch schon zur Verlosung. Alle Infos findet ihr unten in der Infobox. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr Lust dazu habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.